Ich habe gedacht, wenn ich 30 werde, endlich wird man nicht sagen, dass ich eine junge Künstlerin bin, aber das bleibt wahrscheinlich, bis man 40 ist, oder? Also, ich fühle mich auch nicht als junge Künstlerin, weil ich das seit so lange mache. Also ich male, seitdem ich eigentlich. Meine erste Erinnerung fängt damit an. Und dass es mir so wichtig war und dass für mich das so meine Welt war, ist es, seitdem ich irgendwie sprechen kann und was Erinnerungen habe. Und dann habe ich das auch immer gemacht und jetzt sind das, also so würde ich sagen, also auf jeden Fall 20 Jahre mindestens ganz harte Arbeit. Deswegen fühle ich mich nicht als Junge. Ich bin eine europäische Künstlerin. Und ich bin in Bulgarien geboren. Das sind meine Wurzeln. Dann habe ich eben in Deutschland studiert, in Düsseldorf. Dann habe ich gewählt, in Frankreich zu leben, in Paris. Ich finde es schön, wenn man neu irgendwo hingeht und anfängt, dass man vielleicht erstmal gibt, anstatt dass man nimmt. Also erstmal einfach etwas beiträgt. Denn ich zeige es in die Stadt, in die ich auch leben werde. Die Bilder brauchen ganz viel Zeit. Also es sind wahnsinnig viele Stunden, wenn man das in Zeit misst. Also oft sind es auch ganz viele Schichten übereinander, die man auch gar nicht im Nachhinein sieht. Ich weiß, dass sie da sind auch, weil sie sind ja die sind den Weg gewesen, um da zu kommen, wo das Bild dann zum Schluss ist. Und wenn man arbeitet, merkt man sowieso nicht auch, wie die Zeit vergeht. Aber ich weiß im Nachhinein, also es ist für dieses Ausstellen, das war sehr viel Arbeit. Sehr viel. Also diese Ausstellung heißt eben Once in a Blue Moon. Und ich habe mich sehr beschäftigt mit, ich beschäftige mich eigentlich immer mit den Seelen und mehr mit dem Innern als mit dem Äußeren und suche durch das Äußere eben, so wie ich es darstelle, im Grunde das Innere. Es gab eben eine Geschichte, die mir gut gefiel. Ich bin ganz ja, zufällig drauf gestoßen und sie erzählt von den Menschen, die früher ganz anders waren und nicht so, wie wir jetzt sind. Und die Geschichte ist so, dass halt wir nicht einen Kopf hatten, sondern zwei. Und nicht zwei Hände, vier. Und auch vier Füße, vier Beine. Und wir waren dadurch auch ziemlich rund. Und auch innerlich sehr erfüllt und sehr glücklich. Und so stark, dass irgendwann die Götter sich entschieden haben, uns zu verhindern, in dem, was wir sind, und uns aufzuhalten und haben uns in zwei Hälften geteilt. Und das bedeutet, dass wir im Moment im Grunde nur ein Teil sind und eben kein Ganzes. Und seitdem geht die Geschichte so weiter, sind wir auf der Erde suchend und unvollkommen und vermissen eben das, was verloren gegangen ist. Nein. Eher vielleicht würde ich sagen, wenn ich so meine Bilder mir anschaue, da sind im Grunde immer einzelne Personen, aber immer solche, die ich nie kennenlernen dürfte oder mir begegnet sind, sondern da ich auch keine Modelle nutze, auch aus diesem Grund, ich kann nicht arbeiten mit jemandem, dem ich schon allein die Stimme höre und
spüre und Charakter kennenlerne. Das ist dann schon so geladen mit einer Information, die mich eher, ja, die eher so begrenzend ist, die mir die Freiheit raubt. Und deswegen immer sind das im Grunde entweder unbekannte Sachen, Menschen, Gesichter, Körper, die ich auch selbst im Kopf auch verbinde oder neu entwickle. Aber tatsächlich gibt es eigentlich, ja, ich habe noch niemanden gemalt oder den ich kannte oder den, der mir nahestand. Ich habe sie gemalt, das ist merkwürdig. Aber ich finde sie toll. Eine tolle Frau. Besonders, weil sie den weißen Schleier hat und die Tränen, das finde ich wunderschön. Nein, ich suche auch und mich faszinieren oft Vorlagen, zum Beispiel Bilder aus dem Internet, denn sie sind so manchmal auch so intim und abstrakt gleichzeitig. Das ist also sind sehr faszinierende Sachen, die man dort finden kann. Es sind oft viele Menschen, die darin deren Intimstes oder auch ein Bild von sich selbst und Fotos von der Familie, von Situationen einfach reinfließen lassen und dadurch im Grunde sich so öffnen, eigentlich der ganze Welt öffnen und zeigen, wo sich dann später wieder die Spuren verlieren, wer das überhaupt ist und die Hintergründe, warum es dort ist. Also es ist so ein Meer von festgehaltenen Momenten und Situationen, Menschen, die sehr faszinierend für mich sind. Und auch dieses ja, dieser Überraschungsmoment und das, ja, das, was man nie kennenlernen würde, das mag ich sehr. Und auch so total auch unzensiert und nicht eine Mode sich unterlegen, eine Redaktion oder irgendwelche Stilfragen. Und das finde ich eine sehr gute Quelle, die ich nutze, wie mit Abstand und Distanz eine große, die trotzdem eine große Nähe gibt und einen Einblick. Ich habe ein Bild von Sandra Vasquez de la Hora gekauft, eine Zeichnung. Und das war eher spät, das war vor ein oder zwei Jahren, das war mein erstes eigentlich selbst gekauftes Bild. Und das liebe ich. Gold. Ich weiß nicht warum. Kunst? Ries? Liebe. Arbeit. London. Fremd. Schön. Musik ist mir so fremd. Ich liebe Musik und doch ist es mir so fremd. Ein bisschen, ja, ich weiß es auch nicht warum. Es ist so ein ganz fremdes Land. Ich glaube schon an Gott und dann an das Gute. Mhm.